So, da sind wir wieder bei Skyrim und ein Drache greift einen Wachturm an, oder beziehungsweise hat ihn schon angegriffen, wie es aussieht. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Ja. Es sieht schlecht aus, aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Ja, dann machen wir es mal. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Ja, sieht übel aus. Da hat der Drache ganze Arbeit geleistet. Alles am Brennen, alles zerstört. Blümchen. So, westlicher Wachturm entdeckt. Wie Alter, meine Fresse. Erschreckt mich doch nicht Greif so. zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Wache, was ist dir passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell! Ich weiß nicht. Ja, der wird Die sicher gleich Nachricht kommen. Hätte uns. Er kommt zurück. Sag ich doch. Da kommt er! Wo? Geht in Deckung und lasst jeden Ah, da. Feind ins Schwarze treffen. Wie Pfeil. Habt ihr etwas gesagt? So, los geht's. Der erste Drachenkampf. Na komm. Ach, verdammt. Ja, das sage ich auch immer. Alter, meine Fresse. Nein, 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 nein. Mjolnir heißt der gute Drache. Oh, verdammt, da bin ich ihm voll in den Strahl gerannt. Und da ist unsere Magika weg. Deswegen ich jetzt mal auf den Bogen wechsle. Puh. Das ist schon geil. Alter. Meine Fresse. Usablad. So, ja, er ist tot. Boah, krass. Okay. Ja, der hat sich mal eben schön aufgelöst und irgendwas scheine ich in mir aufgenommen zu haben. Eine Drachenseele. Unter Schreie im Magie-Menü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Sehr schön. Durchsuchen. Mirmulnir. Weißlaufer Wachenrüstung. Nehmen wir mit. Wachenhelm auch. Stahlpfeile. So, Drachenknochen. Drachenschuppen. Gold, ein Granatstein und ein Eisenpfeil. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Was? Wovon redet ihr? Den ältesten Legenden, als es noch Drachen am Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit mir passiert ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Okay. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Kleinen Moment, dann rüste ich doch mal kurz meine Schreie aus. Unerbittliche Macht. Ja. Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden. Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Okay. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Ja, probieren wir es mal. Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sag doch mal. Ja, sag ihr doch mal, diese ganze sag doch mal. Blutgeschichte? Glaubt ihr? Glaubt ihr?
Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Ja. Wir haben hier einen toten Drachen. Und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ja, zeig ich dir mal ihr was. Würdet es nicht verstehen. Ihr seid kein Mann. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Gut, dann halt nochmal. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert. Fusch. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Ja, bin ich. Na dann, auf zurück in die Stadt, oder? Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ja, das glaube ich dir gern. Über diese Drachenblut-Angelegenheit, aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Ja, das freut mich doch, danke. Besser sofort nach Weißlauf zurück. Jarl Balgroof möchte sicherlich erfahren, was hier geschehen ist. Ja, davon gehe ich aus. So, dann bewegen wir uns nochmal zurück. So. Ab die Post. Durch die wunderschöne nächtliche Landschaft hier. Ich spiele mal noch, oder ich laufe mal noch so ein bisschen in der Ansicht. Dann seht ihr das auch mal, wie das aussieht. Yeah, ich bin voll der Flammenwerfer. Okay. Ja. Das passiert wohl scheinbar auch nicht so oft. Schwupps, habe ich plötzlich einen Bogen auf dem Rücken. Hallo. Lasst mich rein. So, dann gucken wir doch mal, was der Jarl dazu zu sagen hat. Wenn denn jetzt mal der Ladebildschirm verschwindet, sehr gut. Ja, sehr gut. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Oh. Und jetzt verzieht euch. Okay. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Okay. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Aha. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Und warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Ja, ist okay. Sucht uns in Rorikstad auf, wenn ihr sie findet. Ja, mal gucken, ob ich das mache. Ich bitte euch nur um ein paar Schäbchen. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Worüber habt ihr beiden gestritten? Ich weiß zwar jetzt nicht, dass ich viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Aha. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Na, klingt logisch. Braucht ihr vielleicht Hilfe, um das Schwert zu finden? Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Oh. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Ja, das glaube ich. Dann, ja. Wenn ihr gehabt euch wohl. Schwert findet, bringt es bitte zu mir. Mach ich. Vielleicht. Wenn ich es finde.
So, dann gehen wir mal zum Jarl zurück. Und gebt mir ein paar Septime. Was? Dir? Ja. Ich habe nichts getan. Hier. Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ja, bitteschön. Seid ihr nicht immer betrunken? Das nach mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Ah, das ist scheiße, wa? Hey, in der beflackten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Eher nicht. Ich werde euch bei schlechten Gewohnheiten nicht unterstützen. Dann haben wir nichts mehr miteinander zu bereden. Nein, okay. Na dann. Aber sicher. Aber sicher. So. Jetzt muss ich hier wieder durch den Fluss warten. Gab's hier nicht auch mal Sprinten? Nein, das war der falsche Knopf. Das war auch der falsche Knopf. Keine Ahnung mehr. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ja, dachte ich mir. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Graubärte? Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Aha. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ja, der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Ja, es könnte sich herausgestellt haben, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Ja, genau so haben mich die Männer genannt. Nur die Männer. Die Graubärte scheinen genauso zu denken. Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Und was wollen die von mir? Das heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Turm oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Ja, doch das schon. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohodka gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Thanos von Admora war. Hunga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? Nordunsinn? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des ersten Kaiserreichs zurückgehen. Runga, geht nicht so hart mit Abiniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Ja, ja. Ist nur, was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodka aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Nö. Hochrodka ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodka. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf.
Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Okay. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. Ja. Ich möchte allerdings noch kurz mit ihm hier reden. 5000 Goldstücke kostet das also. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr die nötigen Mittel habt. Gibt's sonst noch irgendwas? Ich suche nach Arbeit. Ich habe Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Klingt gut. Na dann. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Ja, danke schön, sehr freundlich.